Ich hatte nun am Wochenende die Möglichkeit, ein Rennauto über den Nürburgring zu bewegen und meine Erkenntnisse dazu möchte ich sehr gerne mit euch teilen. Moinsen, Freunde der Sonne. Dem einen oder anderen wird wahrscheinlich nicht entgangen sein, der mir bei Instagram folgt, dass ich am Wochenende auf dem Nürburgring war und dort die Möglichkeit hatte, ein Fahrzeug zu fahren. Und das hat für mich sehr viel verändert. Meine ganzen Einstellungen bin ich jetzt nochmal durchgegangen und habe ein, zwei Dinge geändert. Ich möchte hier an der Stelle nochmal erwähnen, dass das hier optionale Dinge sind. Mit optional meine ich, das wird dem einen oder anderen vielleicht gar nicht wirklich gefallen oder er kann damit gar nicht wirklich gut fahren. Ich gebe euch das mal wieder und versuche euch zu erklären, wie es in der Realität ist. Als erstes habe ich dazu einige Sachen geändert in meinem Auto. Logischerweise, wir fahren ja ein Auto. Aber was ich damit meine ist, meine Sitzposition und meine Einstellung, die ich diesbezüglich habe. Ihr könnt jetzt hier oben mal ein Bild sehen von einem POV im Porsche 992 GT3. Und da werdet ihr sehr schnell feststellen, dass die Fahrer sehr, 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 sehr tief sitzen und man nicht wirklich von oben nach unten guckt, sondern man wirklich geradeaus guckt und sehr, sehr wenig im Grunde genommen sieht von der Strecke und man schon ein bisschen nach Urin fährt. Das heißt, schöne Grüße gehen an der Stelle raus an Niklas Huben und die ganzen anderen E-Sportler aus ACC, die das Game ja durchgespielt haben und quasi fast auf dem Dach drauf sitzen, um runter zu gucken, was aber auch logische Gründe hat, damit sie halt den Apex sehen können und viel mehr rausholen können. Also ist an der Stelle überhaupt gar keine Kritik. Für die Menschen, die das jetzt gerne ein bisschen realer haben möchten, zeige ich euch das jetzt hier gerade mal in iRacing, weil das die Sim ist, die ich jetzt am meisten fahre. Und dort sitzen wir jetzt hier gerade mal im Porsche drin. Als Anhaltspunkt für euch kann ich euch immer geben, dass hier vorne das Stück zu sehen ist. Mehr nicht. Mehr seht ihr von der Motorhaube, seht ihr nicht. Das heißt also, wenn ihr jetzt hier drinnen sitzen solltet im Fahrzeug, sitzt ihr wirklich super tief. Im Grunde genommen ist, wenn ihr das so wollt, das Lenkrad auf Kinnhöhe circa, ne, im verlängerten Winkel. Und die Motorhaube findet ihr so auf eurer Augenhöhe knapp drüber, je nachdem wie groß ihr seid. Bei mir war es jetzt so, ich habe in dem Porsche von Tim gesessen und das war wirklich sehr tief und hat für mich wirklich eine Menge verändert. Denn ich dachte, man sieht ein bisschen mehr von der Motorhaube oder vom Auto, aber dem ist gar nicht so. Wenn wir uns jetzt hier mal reinsetzen, werden wir sehr schnell feststellen, dass ich auf nassen Reifen bin. Könnt ihr, und das schiebe ich euch mal ins Bild, könnt ihr hier in den Graphics Adjustments bei iRacing, bei den anderen Sims ist das in anderen Untermenüs versteckt, könnt ihr hier die Driver-Height einstellen. Und da könnt ihr ein bisschen tiefer rücken oder ein bisschen höher. So, und bei mir wäre es jetzt so auf 2 cm, das wäre so ungefähr das Stück, was ich sehe. Und dann kann ich gerade so über ja, das Ende oder über die Motorhaube gucken. Und ihr werdet sehr schnell feststellen, ihr seht von dem Auto vorne überhaupt gar nichts. Das war für mich so, als ich da drinnen gesessen habe, Moment mal, das ist aber sehr interessant. Was ihr auch auf jeden Fall einstellen könnt, ist der Horizon. Also wenn wir das jetzt hier ein bisschen höher stellen, also im Standard könnt ihr, zeige ich euch das mal kurz, im Standard wird er, ja ich sage mal, sehr von oben herab sein. Ihr guckt aber mehr so geradeaus, wenn nicht sogar ein Stück schräg hoch, je nachdem durch die Lage oder das Sitzen, wenn ich mich jetzt hier reinsetze, ist das für mich jetzt von oben nach unten. Und wenn ich jetzt den Horizon ein bisschen verstelle und das Auto noch ein bisschen hochziehe, dann gucke ich nicht noch von oben nach unten, sondern mehr so ganz klein, also wirklich minimal von unten nach oben. Und dann könnt ihr das hier noch ein bisschen anpassen von der Sitzhöhe her. Bei mir wären es jetzt dann so 3 cm ungefähr, 2,5 in den Grafikeinstellungen. Und dann habe ich so ungefähr Pi mal Öre das abgebildet wie im realen Leben. In der Theorie, aber das geht jetzt bei mir nicht wirklich. Und das liegt an dem Bildschirm, weil die bei mir sehr, sehr tief hängen, müsste ich im Auto noch tiefer drin sitzen. Also wirklich in der Theorie wäre es bei mir ungefähr Pi mal Öre, so eine 1,5. Aber dann zieht es wirklich, das zieht ein bisschen sehr arg weit ins Bild rein. Und das finde ich für den Stream nachher nicht so schön. Deswegen ist der Kompromiss so 2, 2,5 ist für mich in Ordnung. Was ich auf jeden Fall
noch geändert habe, was mir sehr, sehr wichtig war und ich das auch nicht mehr aus meinem Kopf rauskriege, ist der Ton. Und zwar folgendes habe ich beim Ton jetzt verändert, in iRacing. Das ist bei anderen Sims, müsst ihr da mal gucken, wie das aussieht mit dem Sound, dass ihr da ein bisschen was ändern könnt. Aber hier hast du die Möglichkeit, dir Ear Protection und den Helm aufzusetzen. Und ich habe jetzt die letzten 2 Tage ein bisschen rumprobiert und mal geguckt. Das Open Face Helmet bringt dir den Sound am realsten rüber. Denn iRacing hat ein ganz, ganz kleines Problem. Und zwar sind die Reifen zu laut. Du hörst in dem Auto nicht die Reifen. Die hörst du nicht. Also egal, wie hart du das Auto in die Kurven reinschmeißt und wie sehr du übersteuerst und untersteuerst, also das extreme Quietschen, ne, wenn du jetzt deine Reifen krumm stehen, das hörst du. Aber wenn du rennfährst, hörst du das mal so doll quietschen. Und bei iRacing ist es leider so, der Sound von den Reifen ist wirklich sehr dominant. Ich wünschte mir, dass iRacing das nochmal voneinander trennen würde, weil das Problem an der ganzen Sache ist, wenn du jetzt hier die Tires runterdrehen würdest in den Soundoptionen, du machst das auf 0, dann hörst du keine Curbs mehr. Und die Curbs, sage ich euch, ist mit das lauteste im Auto, wenn du darüber fährst. Ansonsten ist natürlich der Motor sehr präsent an der Stelle. Also das hörst du auch und das Getriebe hörst du auch so ein bisschen im Auto. Alles sehr gedämpft. Weswegen ich halt, wenn ihr jetzt mal reinhört, wir fahren mal kurz eine Runde raus. So, das ist jetzt der normale Sound. Aber ihr hört schon, der ist ein bisschen dumpf. Ja, also es ist jetzt nicht so extrem, wie man das gewohnt ist. Also so ganz klar. Und für mich persönlich macht das noch ein bisschen mehr Immersion aus, wenn das Ganze nicht so klar ist. So, wie ihr jetzt hört, meine Reifen sind ganz, ganz weit im Hintergrund. Also ich habe jetzt so den einigermaßen Sweet Spot gefunden. Das muss nicht jedem gefallen, sage ich extra nochmal dazu. Viele Leute mögen ja den Sound sehr klar. Ne? Aber du hörst, dass wir was aufhaben. Es wäre nachher, wenn der Helm unten ist, noch dumpfer, aber das wäre dann schon nicht mehr so schön. Und was mir jetzt halt hier fehlt ist, wir hören die Curbs nicht. Also so fast gar nicht. Wir fahren jetzt mal kurz durch das Schumacher S nach oben. Erwartet jetzt hier keine Rekordzeiten. Zum Beispiel diese Reifengeräusche, die wir jetzt gerade hören, die hört man im Auto nicht. Also die versuche ich jetzt, ne, seitdem ich gefahren bin, in den Hintergrund zu rücken. Das würde ich mir wünschen, die Curbs, dass die noch lauter werden. Weil die sind im Auto, du kannst dir das nicht vorstellen, wie doll das scheppert. Also das ist wirklich so laut, weil in der Kiste ist ja nichts drin. Ich habe gesagt, das hört sich so an, als wenn du eine Salami in eine Turnhalle wirfst. Also das halt und schallt und ballert da drin, das ist richtig krass. Und hier hören wir die leider ein bisschen wenig. Also das würde ich sehr schön finden, wenn iRacing da in Zukunft vielleicht nochmal was machen könnte. Also gerade auch, dass wir das nicht hören, das wäre richtig, also das wäre wirklich übel laut. Ich fahre jetzt mal kurz hier vorne rum, weil hier weiß ich es am besten. Das wäre so laut in dem Auto und das fehlt mir ein bisschen. Aber, um euch jetzt mal den Vergleich zu zeigen, wenn wir das jetzt mal ausmachen, ihr habt das ja jetzt gehört, damit ihr euch das mal vorstellen könnt. Währenddessen könnt ihr ja kurz mal hier, währenddessen ich das umstelle, die Onboard-Aufnahme sehen, ne, wenn wir da durch die Kurven fahren, wie doll das scheppert. Dann setzen wir das jetzt mal ab, den Helm. So, hört ihr das, wie klar das ist? Das muss man mögen. Ne? Es geht nur darum, falls ihr wirklich Immersion haben möchtet, dafür ist das Video gedacht. Hört ihr das, wie klar das ist? So klar ist das im Auto nicht. Und deswegen, ich kann das nicht mehr so fahren jetzt, also weil ich das halt schöner finde, wenn das so ein bisschen gedämpft ist. Aber ihr hört es ja, ne? Also es ist super klarer Ton. Dadurch sind die Reifen auch noch viel, viel deutlicher jetzt. Und die Reifen möchte ich eigentlich gar nicht mehr hören. Außer halt in Notsituationen, wenn die wirklich übel laut sind. Hier sind doch die Reifen wirklich sehr deutlich drin. Die Curbs hört man hier leider auch noch nicht so viel. Aber der Nürburgring, ich bin mir gerade noch nicht so sicher, ob der schon die 3D-Curbs hat. Das könnt ihr mir mal in den Kommentaren sagen. So, und diese klare, diese hast du halt im Auto nicht. Ne? Dass du das Auto so deutlich hörst. Sondern es ist halt wirklich ein bisschen gedämpfter durch den Helm. Und wenn du jetzt noch deine In-Ears drin hast, dann ist das natürlich noch ein bisschen weniger. Aber es ist immer noch super laut in einem Auto. Also davon mal abgesehen. Also das scheppert schon ordentlich. Ne?
Und deswegen habe ich jetzt hier an der Stelle das auch noch geändert für mich, dass ich den Helm aufgesetzt habe, um den Ton hier anzupassen, dass das halt so ein bisschen mehr klingt, als wenn es im Auto drinne wäre. So, und dann habe ich mir noch die Mühe gemacht und habe jetzt mein ganzes SimHub-Profil überarbeitet. Für alle Bassshaker, wie sich das für mich beim Fahren angefühlt hat, und habe jetzt versucht, die Erfahrungen, die ich in dem M2 gemacht habe, zu transportieren und habe dort ein Profil zusammengebaut. Ich möchte extra nochmal sagen, an der Stelle, falls ihr selber dieses Profil euch runterladen solltet auf meiner Homepage, da verlinke ich euch das Ganze, dann solltet ihr den Effekt hier oben hochdrehen. Ich habe das jetzt nachbarschaftskonform gemacht. Also für die Leute, die jetzt nicht nachbarschaftskonform fahren müssen, wie meine Wenigkeit, ihr könnt die Orgel ruhig aufdrehen. Und dann möchte ich noch eine kleine Anmerkung dazu machen. Den Gearshift, der hier drin ist, den merkst du nicht. Den hörst du nur. Also ist jetzt nicht so, ne? Bei SimHub ist das so, dass das dann der Buttkicker dir das wiedergibt, dass du den Gang schaltest. Das habe ich jetzt drin gemacht, weil ich den Effekt wirklich sehr schön finde. Das merkst du aber im realen Leben nicht. Beim Wheel Lock und Wheel Slip. Den Wheel Slip, den merkst du ein bisschen. Den merkst du ja auch im Lenkrad und das ist so eine gemeinsame Kombination. Und bei dem Wheel Lock oder Wheels Lock, den habe ich auch nur drinne, weil ich ganz viel LMP2 fahre und die haben kein ABS. Das heißt, falls mir das mal vorkommt, ist dieser Effekt da noch drinne, um das ABS auszugleichen, damit ich das in meinem Pedal spüre. Das kann ich jetzt aber nicht sagen, wie sich das im realen Leben anfühlt. Ne? Also ich bin ja jetzt mit ABS gefahren in dem M2 drinne. Deswegen, dieser Effekt hier ist auch nicht hundertprozentig ausgereift und eingestellt. Beim ABS habe ich die Frequenz so ungefähr Pi mal Öre eingestellt, wie sich das für mich angefühlt hat. Also das pumpt schon ordentlich. Das ist jetzt nicht so brrr, sondern bup, 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 bup. Und so habe ich die ganzen Effekte jetzt angepasst, wie ich das jetzt in dem Auto gespürt habe. Eine Kleinigkeit möchte ich euch jetzt an der Stelle noch mitgeben. Und zwar haben wir ja doch relativ viel Gespräche immer über Pedale geführt. Also die Bremse, das Gaspedal, Kupplung eher ein bisschen weniger, weil wir fahren ja meistens, mit Shifter ohne Kupplung, also am Lenkrad. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt in 4 Autos drin gesessen. Also ich habe in einem 992 GT3 drin gesessen, ich habe in einem Cayman drin gesessen, ich habe in einem M2 drin gesessen und ich habe in einem BMW M4 drin gesessen, GT4. Und da kann ich euch gleich sagen, es gibt kein richtig oder falsch. Also es gibt nicht die eine Bremseinstellung und es gibt auch nicht das eine Gaspedal oder die eine Gaspedaleinstellung, denn alle 4 Autos fühlten sich anders an. Der M4 GT4 hatte eine übelst harte Bremse. Die kommt so ungefähr an die Invictas ran. Wenig Weg, super hart am Ende. Gaspedal, relativ einfach, aber sehr, sehr langer Weg. Beim M2 war das Gaspedal super leicht. Also das war wirklich zum Anpusten. Da hättest du mit dem Finger Gas geben können. So leicht war das. Auf der Bremse relativ viel Weg, aber auch sehr leicht. Und nach hinten raus wird es döller und härter. Beim Cayman war das so eine gute Mischung, würde ich sagen. Auch Gaspedal medium hart ungefähr. Also von der Druckintensität ging es. Man brauchte ein bisschen mehr als einen Finger. Die Bremse war auch relativ hart, aber auch jetzt nicht so hart, wie viele oder einige das jetzt oftmals benutzen. Was überhaupt nicht schlimm ist, ne? Weil ihr fahrt so, wie euch das am besten gefällt. Ich versuche euch das nur halt mitzugeben, dass ihr, falls ihr Immersion wollt, das ungefähr nachbilden könnt. Und beim Porsche war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht durch die Erzählung von Tim, weil ich mir das wirklich ganz anders vorgestellt habe. Da muss ich aber dazu sagen, der Porsche war nicht an. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das noch großen Einfluss hat auf die Bremse, weil ne, Flüssigkeit etc. pp. Muss ja auch laufen oder da durchgehen. Ich weiß nicht genau, welche Technik da drin steckt. Also bitte lyncht mich nicht, sondern wenn es geht, schreibt mir das einfach in die Kommentare rein. Die Bremse war wirklich sehr, 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 sehr lang. Und mit sehr lang meine ich sehr lang. Die war so lang, dass mein Bein das überhaupt nicht ansatzweise gewohnt war, wie viel Pedalweg da ist. Also wenn ich das jetzt
aus meinem Kopf raus wiedergeben müsste, war das locker so ein Bremsweg in dem Pedal. Und die wurde auch logischerweise beim Drücken wurde sie immer härter, aber sie war nicht so hart, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ja. Und der Pedalweg auf dem Gas, so lang. Also falls ihr einen sehr kurzen Pedalweg habt, das ist es auf jeden Fall nicht. Also der Pedalweg vom Gaspedal im 992 war wirklich exorbitant lang. Das war auch so lang, dass mein Fuß das überhaupt nicht gewohnt war, so weit nach vorne zu gehen. Also an der Stelle können wir, glaube ich, die Diskussion, die wir relativ häufig führen, ummünzen in ein ich persönlich präferiere das und ich persönlich präferiere das. Weil es gibt nicht das eine. Und selbst wenn ich jetzt mal den Cayman oder den Cayman und den M4 vergleiche, die ja sehr, sag ich mal, ähnlich sind von der Klasse her oder ne, sehr nah beieinander sind, selbst da war das noch ein Unterschied. Selbst bei den BMWs war das noch ein Unterschied, weil die Autos sind nicht alle ident, also ident zu 100%. Da kann ich euch mitgeben, fahrt das einfach wirklich so, wie ihr wollt. Simracing gibt uns ja die Möglichkeit, schönerweise, das so einzustellen, wie wir das möchten. Also ihr müsst jetzt nicht die Kameraperspektiven übernehmen oder den FOV oder die Buttkicker-Einstellung oder die Bremseinstellung oder. Sondern das könnt ihr ja individuell für euch gestalten. Die Informationen, die ich euch jetzt hier gegeben habe, dienen eigentlich nur dazu, dass du, wenn du auf Immersion stehen solltest, das für dich so einstellen kannst. Und jetzt nochmal als abschließender Satz, aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt die Möglichkeit hatte, in all diesen Autos drin zu sitzen, die Sitzposition hier zu Hause, die wir mit Tim zusammen gebaut haben, die passt sehr, 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 sehr gut. Das Einzige, was ich halt wirklich noch machen würde, wäre meine Pedale anheben. Und das ist alles, was ich mitnehmen konnte beim Fahren. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr euch sehr gerne das Video vom Fahren nochmal anschauen. Könnt ihr euch da mal ein paar Eindrücke machen. Und dann wisst ihr, woher dieses Wissen jetzt kommt. Ich versuche im Laufe der Zeit, also in den kommenden Monaten bzw. vielleicht Jahren, noch mehr Wissen zu akquirieren, dass ich euch das wiedergeben kann, dass ihr das bestmögliche Ergebnis habt oder zu Hause haben könnt, was Immersion angeht. Ich wünsche euch allen viel Spaß auf der Rennstrecke, bleibt sauber, achtet aufeinander und habt eine Menge Spaß. Und denkt dran, der Download für das Simmer-Profil von meinen Bus-Shakern, das findet ihr auf meiner Homepage, ist unten in der Videobeschreibung. Macht euch einen fantastischen Tag, lasst es euch gut gehen, ciao, Kakao.